I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Seit Anbeginn der Menschheit, als unsere Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen entdeckten, wird Blut vergossen. Im Namen Gottes, der Gerechtigkeit oder einfach aus tobendem Wahnsinn. Im Jahre 2077, nach Jahrtausenden bewaffneter Auseinandersetzungen, konnte sich die destruktive Natur des Menschen nicht länger aufrechterhalten. Die Welt stürzte in einen Abgrund nuklearer Feuersbrunst und Strahlung. Aber es war nicht, wie einige prophezeit hatten, das Ende der Welt. Vielmehr war die Apokalypse lediglich ein Prolog für ein weiteres blutiges Kapitel menschlicher Geschichte. Der Mensch hatte die Welt zwar zerstört, doch Krieg bleibt immer gleich. Anfangs blieb Tausenden der Horror des Untergangs erspart, weil sie Zuflucht in gewaltigen unterirdischen Schutzräumen, den Worts, gefunden hatten. Doch als sie wieder nach oben kamen, wurden auch sie von der Hölle des Ödlands empfangen. Alle, außer die in Vault 101. Denn an diesem schicksalsschweren Tag, als Feuer vom Himmel regnete, fielen die gigantischen Stahltore von Vault 101 ins Schloss, um sich nie wieder zu öffnen. Hier wurdest du geboren. Hier wirst du sterben. Denn Vault 101 wird nie jemand betreten und nie jemand verlassen. Mal sehen. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge? Ein Junge! Wir haben einen Sohn, Catherine. Einen wunderschönen, gesunden Jungen. Oh James. Wir haben es geschafft. Ein Sohn. Unser wunderschöner Sohn. Du hast eine tolle Zukunft vor dir, mein Sohn. Da bin ich mir sicher. Na, wen haben wir denn da? Hallo, ich bin dein Papa, kleiner Mann. Papa. Du brauchst noch einen Namen, nicht wahr? Deine Mutter und ich haben uns unterhalten. Was hältst du davon,
Das ist ein schöner Name. Meinst du nicht? Passt perfekt zu dir. Anscheinend ist die Genprojektion abgeschlossen. Mal sehen, wie du aussiehst, wenn du erwachsen bist. Du wirst deinem Papa sehr ähnlich sein. Siehst du das, Catherine? Oh, sehr, sehr stramm. Da draußen ist eine große Welt voller verschiedener Menschen. Wie steht's mit dir? Was für ein Mensch wirst du werden? James? Ist einfach. Catherine? James! Catherine! Irgendetwas. Sie hat einen Herzstillstand. Herzmassage beginnen. Das Baby muss hier raus. Schnell! Schnell! 1001. 1002. Los doch! Ein Moment, Catherine. Ein Moment, du und ich. Okay. Du. Wir brauchen einen Arzt, keinen Fall. Los geht's. Wenn Sie meine Erwartungen nicht erfüllen, nicht genau das ist. Das tut in den Augen weh. Mit etwas Dekoration und ein paar Spielzeugen wird das ein Zuhause. Komm hierher, mein Sohn. Komm schon. Komm zu Papa. Sehr gut. Meine Güte. Gerade mal ein Jahr alt und geht schon wie ein Profi. Deine Mutter wäre stolz auf dich. Hör mal zu, ich weiß, dass du es nicht magst, wenn dich Papa allein lässt. Aber du musst dich einen Moment mit dir selbst beschäftigen. Du bleibst hier, während Papa schnell in sein Büro geht. Ist schon okay, Kumpel. Ich bin gleich zurück.
Du bist ein richtiger kleiner Forscher, was? Geschieht mir recht, weil ich versucht habe, dich einzusperren. Komm hierher. Ich möchte dir etwas zeigen. Siehst du das? Das war die Lieblingsstelle deiner Mutter. Sie stammt aus der Bibel. Offenbarung 21, Vers 6. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Sie hat das immer geliebt. Na gut, komm schon. Mal sehen, ob deine kleine Freundin Amata mit dir spielen möchte. Und Bakterien, die hier unten überlebt haben. Wir experimentieren und mit sie überleben. Überraschung! Stanley, Sie haben das Licht zu schnell eingeschaltet und das arme Kind geblendet. Alles Gute zum Geburtstag! Zu glauben, er wächst so schnell. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Junge. Ich kann kaum glauben, dass du schon 10 bist. Ich bin so stolz auf dich. Herzlichen Glückwunsch, junger Mann. Ich muss dir nicht sagen, dass dies ein besonderer Tag ist, oder? Wenn du hier unten in Vault 10110 wirst, ist es an der Zeit, die ersten offiziellen Vault-Aufgaben zu übernehmen. Bitte sehr, als Aufseher überreiche ich dir hiermit deinen persönlichen Pip-Boy 3000. Mach dich damit vertraut. Morgen erhältst du deine erste Arbeitsanweisung. Viel Spaß bei deiner Party. Du wirst nur einmal 10. Genieß es. Oh Mann, du hast einen Pip-Boy. Ich wäre auch gerne 10. Hey, danke für die Einladung. Echt coole Party und so. Ich weiß, dass, Butch und ich dich mobben, aber das nimmst du doch alles nicht so ernst, oder? Naja, herzlichen Glückwunsch und so. Ich gehe dann mal besser zurück, weißt du? Was? Ihr beiden seid jetzt beste Freunde? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Da ist uns aber eine Überraschung gelungen, was? Und dein Papa dachte, du wärst uns auf der Spur. Aber ich habe ihm gesagt, er soll aufhören, sich Sorgen zu machen. Du bist leicht zu täuschen. Bitte sehr. Aber dein Papa hat das meiste gemacht. Ich habe nur bei der Dekoration und so geholfen. Hey, wetten, dass du nicht erraten kannst, was ich dir zum Geburtstag schenke? Mach schon, rate. Ha, ich wusste, dass ich dich überraschen würde. Wer ist dein Lieblingsbaba? Genau, Grognak. Ausgabe 14 und ohne fehlende Seiten. Ich habe ihn in einer Schachtel mit alten Sachen meines Vaters gefunden, ob du es glaubst oder nicht. Er und Comicbände. Jeder war wohl mal 10. Naja, du solltest dich jetzt wieder unter deine Gäste mischen. Wir reden später, okay? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hey Wally, ich glaube, Paul verweichlicht langsam. Ja, Paul. Warum stellst du uns nicht deinen herzlichen Glückwunsch Freund zum Geburtstag, Söhnchen. Wen meinst du, Trottelgesicht? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Trottelgesicht. Alles Gute zum Geburtstag. Achtung, Zeit, den Kuchen anzuschalten. Andy, warte. Wie läuft's, Kumpel? Oh nein. Toller Pip. Erlaube mir, dir alles ein 3000-K-Modell? Was für ein Haufen. Ich glaube, man muss den jeden Morgen neu aufziehen. Komm, Molly, du hast doch immer tolle Ideen. Wie gefällt dir der Pip-Boy da, Junge? Passt der und alles? Ja, hab ich. Schön, dass es dir gefällt. Einige halten die A-Serie für zu einfach, aber mir gefällt sie wegen ihrer Zuverlässigkeit. Keine Ursache. Ach ja, fast hätte ich's vergessen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Es ist nicht viel, aber ich hoffe, dir gefällt's. Papa, ja, ich hab dir doch jetzt gesagt, hab ich was. Nicht zu förmlich die Macke. Zu tun. Super ich weiß, cool, es was? War nur Spaß. Aber mein ich bin Gott, mir nicht Wally. Sicher, ob's die Wer anderen auch ist. Du oder ich? Unsinn. Auf keinen Fall. Die Leute mögen meine Und? Kleinen Ansprachen. Wie sollten wir unsere Gang außerdem braucht nehmen? Dein Freund eine es Erinnerung, ein dass das Killer Leben sein. Nicht nur aus Spaß und hey, Spiel besteht. Ich hoffe, du weißt die Mühe zu schätzen, die Amata in deine Party gesteckt hat. Sie scheint dich zu mögen, aus irgendeinem Grund.
Ich lasse es nicht zu, dass meine Position als Aufseher dadurch geschwächt wird, dass Amata meine Tochter ist. Ich habe ihr die angemessene elterliche Zuneigung gegeben, aber ich konnte natürlich keine zusätzlichen Vault-Ressourcen für sie beschaffen. Das setzt meine Position einfach voraus, nicht mehr und nicht weniger. Ich weiß, dass Amata das versteht. Na, versteht ihr? Macht's Spaß? Wer will schon den ganzen Tag rumlaufen und ob wir ihn wohl überrascht haben? Manchmal glaub ich. Diese Party ist echt nett. Für ein Kleinkind jedenfalls. Ballons, Partyhüte. Aber nicht so cool wie meine Party. Weißt du noch, wie Andy Zaubertricks vorgeführt hat? Und wie wir alle Mutantenjagd im Atrium gespielt haben? Ach ja, du warst nicht zu meiner Party eingeladen. Tja, echt schade, Mann. War echt lustig. Sicher, Amata. Wirklich, du bist so dumm, wie du aussiehst. Hätte ich auch nie gedacht. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Hey, herzlichen Glückwunsch. Und, macht deine Party Spaß? Schon 10 Jahre alt, kaum zu glauben. Fühlt sich an wie gestern, als dein Papa hier eintraf. Ach, du meine Güte, hör nur mein Geschwafel. Du wartest sicher schon auf dein Geschenk, was? Papalapap, welches 10-jährige Kind mag denn keine Geschenke? Ob du es glaubst oder nicht, auch ich war mal 10. Damals war die Vault wirklich überfüllt. Nicht so wie heute. Es gibt nur noch wenige junge Leute. Aber ich schweife schon wieder ab und du hörst so höflich zu. Bitte sehr, ein Süßgebäck, das ich heute Morgen für dich gebacken habe. Allein für dich. Heute musst du nicht teilen. Danke, zum Geburtstag, Nasenblumen. Ich weiß, dass Sie mit dem Aufbereiter viel um die Ohren hatten. Ich hoffe, es ist alles okay. Ach klar, keine Sorge. Ich und Andy haben letzte Nacht alles repariert. So gut wie neu. Ich mach mir keine Sorgen. Sie können alles reparieren, oder? Ich hab Hunger. Und dieser doofe Roboter hat den Kuchen zerstört. Los, gib mir das Süßgebäck, das die alte Lady Palmer dir gegeben hat. Wie wär's mit Teilen? Wie alt bist du? 5? Gib mir das Süßgebäck, oder ich hau dir eine rein. Genau so. Danke, Verlierer. Oh, und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hey, Paul. Was war denn mit Butch? Er sah schrecklich zufrieden mit sich aus, was gewöhnlich heißt, dass er irgendjemand geärgert hat. Ich weiß, Butch. Was soll man dazu noch sagen?
Hey, vergiss ihn. Stürz dich ins Vergnügen. Es ist deine Geburtstagsfeier. Dein Hobby ist offen. Wow, das ist dein Hobby? Gefällt Ihnen die Party, Mrs. Palmer? Jetzt aber los. Wie sollen wir unsere Gang sehen? Ist es nicht ziemlich ähnlich, eine Gang Sie zu gründen? Sie sind wunderschön. Ich meine, das im Prinzip werden es alle macht Spaß. Ich nenne dir eine Jonas? Person, die nicht dabei sein wird. Du. Herr Doktor, wir sind hier unbereit. Komm, Mr. Gomez. Ich freue mich, dass Sie kommen. Ich schicke ihn runter. Hey, das war Jonas auf der Sprechanlage. Er und ich haben uns da eine kleine Überraschung ausgedacht. Jonas wartet unten auf der Reaktorebene auf dich. Geh schon mal. Ich glaube nicht, dass sich jemand beschweren wird, wenn du mal kurz weg bist. Ich bin wirklich gerne hier. Es ist wichtig, Kontakt zu den jungen Leuten zu halten. Gehört zu meinem Job. Außer herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Schätzchen. Meine Güte, ich hoffe, ich habe die Party nicht verpasst. Wie die Zeit vergeht. Schon 10 Jahre alt. Ich kann mich noch daran erinnern, deinem Vater beim Windelnwechseln geholfen zu haben. Und jetzt sieh dich an. Ein großgewachsener 10-Jähriger mit eigenem Pip-Boy. Weißt du, was ich aufgrund dieses besonderen Anlasses getan habe? Ich habe dir ein Gedicht geschrieben. Nur für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Natürlich. Geh schon, Liebling. Ich wünsche dir einen wunderschönen Geburtstag. Dem mag ich Partys. Natürlich, Officer Gomez. War schön, mit Ihnen zu quatschen. Nochmal vielen Dank für Ihr Kommen. Danke, dass Sie gekommen sind, Miss Beatrice. Ich hoffe, Sie amüsieren sich gut. Meine Güte, ich hätte es um nichts in der Welt verpasst. Hey, was machst du hier unten, Junge? Ich dachte, Kinder haben auf der Reaktorebene nichts zu suchen. Das bist du, mit Pip-Boy und so weiter. Sieh einer an. Warte nur noch eine Minute. Ich glaube, dein Papa will dir deine Überraschung persönlich geben. Bereit für eine Überraschung? Der Aufseher hat dir deinen Pip-Boy gegeben und du bist alt genug zum Arbeiten. Dann bist du wohl auch alt genug hierfür. Hier, ein eigenes Luftgewehr. Ist ein bisschen alt, sollte aber einwandfrei funktionieren. Jonas hat es hier unten gefunden. War in schlechtem Zustand. Hat uns gut 3 Monate gekostet, um die fehlenden Teile zu finden. Hast du eine Ahnung, wie schwer es ist, so eine kleine Feder zu finden? Was für ein Glück, dass Butch sein Springmesser verlegt hat. Also, was meinst du? Willst du es versuchen? Nein, das geht nicht, wenn wir nicht Ärger mit dem Aufseher bekommen wollen. Jonas und ich haben allerdings eine passende Stelle gefunden. Los! Nun, wie sieht's aus? Du kannst jederzeit herkommen und schießen, wenn du willst. Ohne Jonas' Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Du musst dich unbedingt auch bei ihm bedanken. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Kumpel. Ich hoffe, du amüsierst dich. Hey, 10 wird man nicht jeden Tag. Jetzt zeig mir mal, wie du auf etwas schießt. Kriegen kannst? Einfach zielen und schießen. Das schaffst du schon. Gute Arbeit. Eine Red-Kakerlake weniger, die uns das Leben schwer macht. Lass uns ein Foto machen und den Moment festhalten. Hey, Jonas,
Mach mal ein Foto von mir und dem Großwildjäger. Lächeln! Mädchen sehen verschieden aus. Richtig. Ich bin die Tochter des Aufsichtsbehörden. Das stimmt nicht. Ich bekomme doch keine Sinn. Sagen Sie mal, sind Sie wirklich so 21, Vers 6. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Soweit ich sehen kann, bist du ein aufgeweckter, gesunder 16-Jähriger. Also, ja, du musst am Unterricht teilnehmen und den GOAT machen. Nun geh. Du hast einen GOAT zu machen. Hey, das ist nicht meine Entscheidung. Das sind die Regeln. Du bist jetzt 16 und deshalb machst du dieses Jahr den GOAT. Komm schon. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Jeder muss ihn machen. Du schaffst das schon. Der generalisierte Orientierungs- und Assessment-Test, GOAT. Jeder hier in der Vault macht ihn mit 16. Er hilft zu ermitteln, welche Art Job du hier in der Vault 101 machen wirst, wenn du älter bist. Also, pass auf und versuch nicht einzuschlafen. Du weißt doch, was der Aufseher immer sagt. Wir werden in der Vault geboren, wir werden in der Vault sterben. Jeder wird auf seine Fähigkeiten getestet, damit er zum Wohle aller Vault-Bewohner beitragen kann. Kommt dir das bekannt vor? So geht das nicht. Und es bringt auch nichts, hier alles und jeden mit Fragen zu durchbohren. Besonders nicht im Beisein des Aufsehers. Ich will dir jetzt mal was sagen. Es ist wichtig. Also hör gut zu. Dieser Ort, diese Vault, ist nicht perfekt, ich weiß. Aber es ist dein Zuhause. Du bist hier sicher. Mach dich beim Aufseher lieb, Kind, und du bleibst es auch. Verstanden? Du musst das schätzen lernen, was du hast. Weil das, was da draußen auf dich wartet, nicht das Leben ist, das ich mir für dich wünsche. Und auch deine Mutter nicht. Das sagt doch der Aufseher immer, oder? Er wird niemand anders reinlassen. Und so ist es, wie es eben ist. Du bist jetzt hier. Und es ist weitaus besser als da oben. Deiner Mutter und mir lag schon immer deine Sicherheit am Herzen. Und du bist hier sicher. Mach's gut, mein Sohn. Jetzt aber nichts wie raus hier. Und viel Glück. Guten Morgen. Bist vorbeigekommen, um deinem alten Herrn vor dem Unterricht einen Besuch abzustatten, was? Morgen, Jonas. Morgen, Doktor. Wie läuft's? Hatten Sie schon die Gelegenheit, sich die Ergebnisse anzusehen? Ich bin sie gerade durchgegangen. Gibt's etwas, was Ihnen Sorgen macht? Ich würde es einfach gern im Auge behalten.
Kein Problem. Ich mache meinen Bericht bis heute Nachmittag fertig. Hört sich gut an. Falls sich was ändert, dann bitte Bescheid sagen, ja? Hallo Stanley. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Was kann ich heute für Sie tun? Ich habe diese Kopfschmerzen, die einfach nicht weggehen. Auch mit den Pillen von letzter Woche nicht. Meine Augen sind so lichtempfindlich. Die haben Sie immer noch. Ich kann auch ein paar Tests machen, wenn Sie wollen. Ja, das wäre gut. Dauert das lange? Nö, sollte nicht zu lange dauern. Ich muss aus dem Weg, ihr blöden Tunnelschlangen! Warten Sie. Ich kann dir mal eine richtige Tunnelschlange zeigen, Amata. Mein Gott, Butch, warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe? Papas Mädchen, Papas Mädchen. Gib's ihr, Butch. Was ist jetzt schon wieder? Sie ist ein Nichts, Butch. Nicht näher kommen! Was los? Papas Mädchen wird doch wohl nicht heulen, oder? Sie denkt, sie ist was Besseres als wir. Lass uns in den Lagerraum gehen, Amata. Ich zeig dir, was Spaß macht.